Carla folgt dem Beispiel ein paar Sekunden später und verzieht verlegen das Gesicht. Dann ruhige Meere, lebe wohl. Er verschränkt die Unterarme vor der Brust, sein Schiff entfernt sich. Ja. Gut, das Obst da lassen wir uns nicht foppen. Das nehmen wir uns noch. Weil frisches Obst ist immer gut zu haben. Als Nahrungsaufbesserung. Was haben wir denn so als Trinken noch? Weil langsam wird unser Gesöff knapp. Um Moral zu boosten. Leider nicht mehr wirklich viel, also müssen wir wirklich, mit Wasser vorlieb nehmen. Aber ja, solange wir noch Obst haben, um dem etwas entgegenzuwirken. Ich habe immer noch niemanden, der das Ding für mich erkennen kann, oder? Ne. Da bräuchte ich wirklich einen hohen Religionswert. Ja, selbst das. 4 Basis, 2 Gruppenhilfe. So, nächste Haltestelle ist wieder Oriokuheki. Und so wie es aussieht, sind die Sklavenhändler wirklich komplett... von dieser Welt verschwunden. Oder eben aus dem Flussfeuerarchipel. Ja, hier oben habe ich noch Sachen zu erkunden, nämlich die Rasagi-Passage und unbekannter Standort. Also hier an Land gehen, die Kristallwüste. Ach, gehen wir mal kurz erst an Bord des Schiffes, dass wir weiter rauszoomen. Also ja, die Rasagi-Passage können wir hier anlegen. Und hier anlegen. Aber im Augenblick will ich da nicht hoch, weil die letzte Begegnung hat uns nicht sonderlich gut getan mit den Ratun. Ja, gut. Da war Sayuka, das war Krummsporn. Eigentlich müsste meine Moral jetzt langsam wieder hochgehen, hoffe ich mal. Ja, plus Moral, plus Moral. Und auf dem Rückweg werde ich mir mal Dings schnappen. Xoti. Damit wir noch diesen Tempel da mal erkunden, noch mal uns ansehen können in den Wäldern. Und vielleicht auch den anderen Tempel. Und wenn ich da zuerst in die Vampirkrypta gehen muss, um ihre Religion zu boosten. Die hatte Xoti übrigens schon lange nicht mehr dabei. Die hat sicherlich ein oder zwei Level-Ups.
So. Nach oben bitte. Und da rein. Und dann sagen wir dir mal Bescheid, dass der Auftrag erledigt ist. Crookspur is a blight on the archipelago. I pray that Ngati drags the island down with both claws. Crookspur ist der Schandfleck des Archipels. Ich bete, dass Ngati diese Inseln mit beiden Klauen ins Wasser ziehen will. Was sagst du? Osari nickt dir zu. Ich bin gekommen, über die Probleme mit den Sklavenhändlern zu sprechen. Ihre Augen leuchten vor Freude auf. Osari kommt näher und da umarmt dich ruppig, während sie dir auf den Rücken klopft. What say? If those parasites drew their final breaths, I would hear of it. Was sagst du, wenn diese Parasiten ihre letzten Atemzüge getan hätten, wie ich davon hören? Meister Kua ist tot, sein Geschäft ist erledigt. While Onikaza plays at diplomacy, we are the spear in the guts of our enemies. Während Onikaza sich mit ihren diplomatischen Spielchen beschäftigt, sind wir die Speere in den Eingeweiden unserer Feinde. Ja, ich habe seinen Kopf verloren. Troubling news from outsiders. Today is no different, but at least you bring me a tale for my grandchildren. Es ist für mich zur Gewohnheit geworden, unangenehme Neuigkeiten von Fremden zu erwarten. Das ist heute nicht anders, aber zumindest bringst du mir eine Geschichte für meine Enkelkinder. Osara nickt sich selbst zu und mustert dich danach von oben bis unten. Was sie dabei abwägt, bleibt unausgesprochen. Tell Onikaza that the Wahaki accept her authority. If the time comes when she needs to show foreigners the breadth of her power, we will be there. Sag Onikaza, dass wir die Wahaki... dass die Wahaki ihre Autorität anerkennen. Sollte der Zeitpunkt kommen, wenn sie den Fremden ihre wahre Stärke beweisen muss, werden wir da sein. The hospitality of the Wahaki is yours. Respect our ways and cause no trouble. Die Gastfreundschaft der Wahaki ist mit dir. Respektiere unsere Regeln und mach keinen Ärger. Ja. Tekeo und Seraphin, Stufenaufstieg. Ja, Quest aktualisiert, fruchtbare Allianz und grausame Ladung. Grausame Ladung ist abgeschlossen. Die Anführer der Wahaki waren mir für meine Hilfe dankbar, ihr Gewässer von den Sklavenhändlern zu befreien. Ich genieße jetzt erstmal das Vertrauen des Stammes. Gut, und eine fruchtbare Allianz. Das war hier bei den Huana. Ich habe ein Bündnis mit dem Wahaki geschmiedet. Königin Onikaza wird meinen vollständigen Bericht haben wollen. Mhm. Ja. Tekeo. Kriegt ruhig einen Punkt in Geschichte, dass es hoch hat. Und mehr Arcana. Töte die Bestie mit all deiner Stärke. Feind zieht zufälliger Effekt. Dauer verweilen. Hm. Verbündete erhalten mehr Gesundheit durch Heileffekte. Na, nicht ganz so toll. Resistent gegen Intellektwirkung, Wahrnehmungswirkung. Ah. Resistent gegen Bewandtheitswirkung. Was ist das? Abwehr- und Angriffsbindung. Hm. Löst ein lautes Stimmgewirr aus, das Gegner nach hinten wirft und betäubt.
Anhalten der Ermächtigung, flinke Beschwörung. Trank langer Nacht, Gebar morgendlicher Rache. Na, auch nicht ganz so. Verteidigung erhöhen, auch nicht. Feiert die Hieb und Stich, nee, was ist das? Verhält Verwirrungen im Wirkungsbereich eine Resistenz gegen Wirkungen auf Verschlossenheit und Verfassung, auch nicht. Konzentration entfernen, nee. Vernichte Feinde mit einem mächtigen Stoß kalter Luft, der die Bewegung verlangsamt und Frost- und Fuchtschaden mit hoher Durchschlagskraft anrichtet. Ja, das klingt nicht schlecht. Seraphin, ja, Tiefblick wäre nicht schlecht. Mechanik. Achso, das habe ich schon. Okay. Das sind alles nur Ermächtigungs. Wenn das Video einen Gegner tötet, kann es einen Gegner dann hier verängstigen. Genauigkeitsbonus. Haben wir das nicht auch schon hier? Genauigkeitsbonus. Okay. Ne, nehmen wir das dann mal. Gut. Das heißt, hier sind wir schon mal fertig. Das heißt, ich kann mir noch die Zeit nehmen, Xoti kurzzeitig in die Gruppe zu nehmen, für diese zwei Inselchen da. Da werden wir einfach mal Tekeo kurzzeitig rausschmeißen. So, nach unten fahren. Und ja, auch wenn in Nekataka dann meine Leute komplett geheilt werden sollten. Ja, Vampirkrypta. So, das heißt, du mal raus, du mal wieder rein. Ja, sie ist Stufe 17. Oh Mann, die müsste ich mal auch ableveln. Es gibt aber leider immer noch keinen Level-Auf-Button hier, gell? Nee. Also Stufe 17 sollte sie erreicht haben. Das heißt, ich kann hier noch an Land gehen. Und ja, ich werde bei ihr alle Punkte in Religion stecken. Weil wir brauchen jemanden mit viel Religion. Mittlerweile. Gut, hier werde ich jetzt allerdings mal einen Cut machen. Schon mal, das ist dann LP 053 und da sehen wir uns gleich wieder.